Hallo, liebe Freunde und Freundinnen, heute schreiben wir den Brief Reklamation. Ich habe etwas im Internet bestellt und keine Lieferung bekommen. Ich versuche das auf Englisch, Persisch und Russisch zu erklären, wobei ich sagen muss, Russisch ist meine Muttersprache, da ist alles klar. Englisch und Persisch habe ich gelernt, deshalb möchte ich mich im Voraus entschuldigen, wenn meine Aussprache nicht perfekt ist. Oder wenn ich Fehler mache. Wenn ich Fehler gemacht habe, schreibt einfach in die Kommentare. Ich werde mich bessern. So, und jetzt zur Aufgabe. Vor einem Monat haben Sie etwas im Internet bestellt. Sie haben schon bezahlt, aber die Firma hat nicht geliefert. Sie schreiben eine E-Mail an die Firma Internetversand. 4 Punkte dazu. Was haben Sie bestellt? Warum haben Sie bei der Firma bestellt? Was wollen Sie? Und was machen Sie, wenn die Firma nichts tut? So, wir schreiben eine E-Mail. Deshalb müssen wir kein Datum schreiben, weil bei der E-Mail immer das Datum automatisch dabei ist. Wir beginnen sofort mit der Anrede. Welche Anrede nehmen wir? Liebe oder sehr geehrte? Wir schreiben an die Firma. Deshalb nehmen wir die Anrede sehr geehrte. Liebe schreiben wir nur an Freunde oder Familienmitglieder oder manchmal Nachbarn oder die Lehrerin. Aber hier ist eine Firma, die Leute kennen wir gar nicht. Deshalb nehmen wir sehr geehrte. Das Wort geehrte habe ich rot markiert. Weil viele dieses Wort falsch schreiben, merkt euch bitte die Buchstabierung G-E-H-R-T-E und schreibt dieses Wort richtig. G-E-H-R-T-E. Sehr geehrte. Wir haben in der Aufgabe keine bestimmte Person, keinen Namen, an wen wir schreiben müssen. Deshalb schreiben wir sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, Damen schreibt man mit einem M und Herren schreibt man mit Doppel-R und einem E. Wie oft lese ich Briefe von meinen Schülern, wo schon in der ersten Zeile in der Anrede 5 Fehler gemacht werden? Das geht natürlich nicht. Also lernt diesen Satz und die Buchstaben und schreibt es richtig. Der erste Punkt, was haben Sie bestellt? In meinem letzten Video habe ich euch um Vorschläge gebeten, was wir bestellen könnten. Und ein Vorschlag gefällt mir ganz gut. Das sind die Gartenmöbel. Wir können auch diesen Satz nehmen. Vor einem Monat haben Sie etwas im Internet bestellt. Wir schreiben, vor einem Monat habe ich bei Ihnen Gartenmöbel bestellt. Das Wort Gartenmöbel finde ich ganz gut. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Es besteht aus 2 Wörtern, der Garten und die Möbel. Und solche Wörter sind eine Besonderheit der deutschen Sprache, sind auch ganz typisch und wir sollten sie benutzen. Das ist ein Vorteil für euren Brief. So, Gartenmöbel bestellt. Und zwar ist ein sehr gutes B1-Wort, benutzt es auch, wenn es geht. Und zwar bedeutet, ich möchte etwas genauer erklären. Das Wort Gartenmöbel zum Beispiel. Ich kann mir ganz viele Sachen vorstellen, zu denen ich Gartenmöbel sagen kann. Was genau habe ich bestellt? Ich möchte das präzisieren, definieren und dann schreibe ich das Wort und zwar. Englisch ist es nämlich, auf Russisch sage ich именно, auf Persisch gibt es leider kein bestimmtes Wort in dieser Situation. Ich kann hier sagen, Дариган бегам, Емизия, Чарата Сандали. Gartenmöbel. Was verstehe ich unter Gartenmöbel? So. Einen Tisch und 4 Stühle möchte ich bestellt haben. Aber ich schreibe nicht einen Tisch, ich schreibe einen Gartentisch. Auch aus dem gleichen Grund, wo ich
Gartenmöbel geschrieben habe, ist es besser. Und 4 Gartenstühle. Mit dem ersten Punkt sind wir fertig. Was haben Sie bestellt? Haben wir jetzt geschrieben. Zweiter Punkt. Warum haben Sie bei der Firma bestellt? Warum bestellt man bei einer bestimmten Firma? Gibt es einen Grund dafür? Zum Beispiel, jemand hat mir gesagt, diese Firma ist gut. Dann ist es eine Empfehlung. Empfehlung, Recommendation, Rekomendatie, auf Persisch, Dossier. Ich habe eine Empfehlung bekommen und dann bestelle ich auch bei dieser Firma. Oder die zweite Idee wäre, ich habe im Internet über diese Firma gelesen und ich finde, dass die Firma ganz viele gute Angebote hat und sie hat auch gute Bewertungen von den Kunden. Das ist auch ein Grund. Zuerst schreiben wir über die Empfehlung. So, ich habe bei Ihnen bestellt, weil dieses Wort weil zeigt uns, dass das Verb in diesem Satz am Ende steht. Nicht vergessen, ja? Gut, eine Empfehlung bedeutet, dass jemand mir gesagt hat, diese Firma ist gut. Das könnte meine Cousine sein, mein Kollege, Nachbar, Bruder, Freund oder eine andere Person. Eigentlich ist nicht wichtig, wer gesagt hat. Deshalb können wir auch diese Person weglassen. Wir benutzen hier in diesem Satz passiv. Eine sehr gute B1-Grammatik, die man hier benutzen kann. Passiv. Was bedeutet passiv? Diese Grammatik ist ganz gut und die Form passiv besteht aus zwei Teilen, das Hilfsverb werden und Partizip 2. Partizip 2 ist die Form, die wir auch schon aus dem Perfekt kennen, wie zum Beispiel gemacht, gelesen, gelacht, genommen, gegangen, gekommen. Das sind Partizipien, Partizip 2. Das Verb empfehlen hat das Partizip 2 empfohlen. Das ist ein unregelmäßiges Verb. Die Liste der unregelmäßigen Verben müsst ihr einfach lernen. Da gibt es keine Logik, da gibt es keinen anderen Weg. Man muss auswendig lernen, welche Verben unregelmäßig sind und welche Formen sie haben. Also, werden empfohlen, das ist passiv. Aber unsere Empfehlung liegt in der Vergangenheit. Wir müssen Vergangenheitsform benutzen. Dann sagen wir, wurde empfohlen. Dabei steht wurde an der zweiten Stelle und empfohlen steht am Ende. Dann ist dieser Satz so. Ihre Firma wurde mir empfohlen. Mir benutzen wir hier Dativ, weil empfehlen immer Dativ braucht. Ihre Firma wurde mir empfohlen. Die Übersetzung wäre dann Your company was recommended to me. Oder auf Persisch sage ich Sherkat Beman Tusieshut. Tusieshut, das ist die Form von Passiv. Persisch und Englisch haben eine gleiche Form. Was recommended ist auch gleich wie wurde empfohlen. Auch ein Hilfsverb und Partizip 2. Auf Russisch gibt es leider keine eindeutige Übereinstimmung. Wir können hier auch mit einer ähnlichen Form übersetzen. Firma была мне рекомендована, была рекомендована, или мы можем здесь употребить безличное предложение. Мне рекомендовали вашу фирму. Also, dann nehmen wir diesen Satz. Ihre Firma wurde mir empfohlen. Und wir schreiben den Satz in unseren Brief, weil Ihre Firma wurde mir empfohlen. Aha, falsch, ja? Das ist falsch. Warum falsch? Das Verb, das müssen wir doch ans Ende stellen. Und dann haben wir, weil Ihre Firma mir empfohlen wurde. Das ist richtig. Okay. Weiter spielen wir, lassen wir unsere Fantasie spielen.
Und wir schreiben weiter. Zum Beispiel, meine Freundin hat bei Ihnen einen Couchtisch bestellt und war sehr zufrieden. In diesem Satz gibt es zwei gute Wörter. Couchtisch ist auch ein zusammengesetztes Wort. Die Couch und der Tisch ergeben zusammen den Couchtisch. Die Couch ist das gleiche Wort für das Sofa, wobei das Wort die Couch eine bessere Qualität hat für unseren Brief als das Sofa. Das Sofa ist A1 Wort, Couchtisch ist B1 Wort. Zufrieden ist auch ein sehr gutes Wort, sollte man benutzen. Auf Englisch satisfied, my friend was satisfied. Auf Russisch sage ich, моя подруга была довольна. Auf Persisch razi. Dustam razi bud, kheli razi bud. Zufrieden. Warum war zufrieden? Was ergibt sich daraus? Deshalb hat sie mir ihre Firma empfohlen. Aha, ein Satz mit deshalb ist immer gut. Nur nicht vergessen, nach dem deshalb kommt immer das Verb zuerst und dann das Subjekt, sie. Deshalb hat sie mir ihre Firma empfohlen. Okay, wir sind fertig mit der Empfehlung. Die zweite Idee wäre, auf Ihrer Internetseite habe ich gute Bewertungen und viele Angebote gesehen. Das kann man auch dazu schreiben oder wir können nur eine Aussage nehmen, entweder Empfehlung oder meine Recherche oder wir können beide drin lassen. So, kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Aber ich bin jetzt sehr enttäuscht. Das Wort enttäuscht ist auch sehr gut. Das bedeutet auf Englisch disappointed. Auf Persisch bedeutet mayus chodam, noomid chodam. Auf Russisch ist es разочарован. Но я теперь очень разочарован. Das Wort aber können wir anders schreiben. Allerdings. Allerdings ist ein anderes Wort für aber, passt in diesem Satz gut. Das Wort allerdings hat auch andere Bedeutungen, aber für den Satz mit aber passt immer gut. Nur muss man beachten, nach dem Wort allerdings kommt das Verb. Weil allerdings die Position 1 einnimmt, im Gegensatz zu aber hat Position 0. Aber 0, ich 1, bin 2. Allerdings hat nur Position 1 und bin kommt in die zweite Position. Allerdings bin ich jetzt sehr enttäuscht. Warum bin ich enttäuscht? Weil ich meine Bestellung nicht bekommen habe. Auch ein Satz mit weil, ganz gut, markiere ich rot. So, was möchte ich jetzt? Ich habe bald Geburtstag und ich wollte eine Grillparty im Garten machen. Grillparty, ein zusammengesetztes Wort, der Grill und die Party, ist gut. Darum brauche ich die Gartenmöbel ganz dringend, ganz dringend. Dringend ist ein gutes Wort. Darum bedeutet das gleiche wie deshalb oder deswegen. Ich markiere es rot, das ist auch ein gutes Wort für unseren Brief. Ganz dringend. Dringend bedeutet urgently. I need it urgently. Auf Russisch, мне нужны срочно эти вещи. Безуди, безуди не ясдарам. Форан, эти ясдарам. Dringend. So. Könnten Sie bitte bis Freitag meine Bestellung liefern? Das ist das, was ich möchte. Ich möchte bis Freitag meine Bestellung bekommen, dann kann ich auch meinen Geburtstag feiern. Sonst möchte ich keine Bestellung. Sonst bedeutet in einem anderen Fall. Also wenn bis Freitag nicht geliefert wird, sonst möchte ich keine Bestellung. Ich möchte mein Geld
zurückbekommen. Und dann der letzte Punkt in unserer Aufgabe. Was machen Sie, wenn die Firma nichts tut? Wenn ich bis Freitag keine Antwort bekomme, ein Satz mit wenn, das ist ein B1-Satz, bekomme, steht am Ende. Was passiert dann, wenn ich keine Antwort bekomme? Melde ich den Fall bei der Verbraucherschutzzentrale. Das ist ein Satz, den wir immer in die Reklamation schreiben können. Wenn ich bis Freitag keine Antwort bekomme, melde ich den Fall bei der Verbraucherschutzzentrale. Das Wort Verbraucherschutzzentrale hat drei Teile. Der Verbraucher, der Schutz und die Zentrale. Das ist eine Behörde, die für den Kunden da ist. Also auf Interesse der Kunden handelt. Wir sind fertig. Wir schreiben nur noch mit freundlichen Grüßen. Achtet bitte auf das Wort freundlichen. Schreibt man auch manchmal falsch. Mit freundlichen Grüßen, Vorname und Familienname. Und jetzt eine Aufgabe für euch. Und zwar, nämlich, Jani, Dariranbega, Aimena, Aufgabe. Schreibt einen Satz für den Brief Reklamation über eine andere Bestellung und benutzt das Wort und zwar. Schreibt den Satz in die Kommentare, da könnt ihr auch andere Themen schreiben, die wir zusammen überlegen können. Oder wenn ich Fehler gemacht habe, schreibt auch in die Kommentare. Viel Erfolg und bis später!